zeige ich euch ein Make-up, was ihr als Alltags-Make-up nutzen könnt, aber auch zum Ausgehen, also je nachdem, ob ihr jetzt auf viel oder wenig Make-up steht. Die Produktliste werde ich euch dazu in die Infobox packen und ich werde euch einfach nur zeigen, was es ungefähr für Farben sind. Ihr müsst ja nicht die gleichen Produkte verwenden wie ich. Ja, und dann fange ich einmal an. Ich habe schon die Tagescreme aufgetragen und fange jetzt an mit dem Augenconcealer für die Augenringe. Als nächstes nehme ich meinen Concealer für Unreinheiten und trage ihn auf bestimmte Stellen auf, wo jetzt kleine Rötungen sind und so. Dann nehme ich mein Make-up . Ich gebe immer so einen Klecks auf meinen Handrücken und mit dem Pinsel tauche ich das dann so ein und tupfe erstmal nicht den kompletten Klecks, sondern ich verwische so ein bisschen und nehme mal so ein bisschen was davon weg und dann fange ich immer mit den Wangen an und mit meinem Kinn. Ich brauche ein bisschen mehr. Und dann gehe ich zu meiner Stirn über. Verblenden nicht vergessen, damit man nicht sieht, dass das Make-up hier aufhört, sondern dass das so ein bisschen übergeht zum Hals. So, überall gleichmäßig auftragen. So. Als nächstes konturiere ich mein Gesicht und zwar nehme ich dazu so einen schrägen Pinsel und mein neues Puder von Kiko. Das ist so ein dunkles Puder einfach nur, was man, mit dem man das Gesicht konturieren kann. Hier trage ich das Puder auf. Das sieht jetzt sehr dunkel aus, ich verblende es aber. Ein bisschen was am Hals, ein bisschen was an den Schläfen. So. Und das gleiche auf der anderen Seite. So. Als nächstes nehme ich mein
Rouge. Und zwar ist das ein Kompakt-Blush von P2. Das ist aus einer LE, so sieht das aus. Die Farbe ist 010. Precious Red heißt das, glaube ich. So. So sieht das aus. Das hat so goldene Partikelchen. Ich finde das total schön. Das ist mir so ein Orangeton. Und den trage ich jetzt auf meine Wangen auf. Und zwar auf den höchsten Punkt und verblende es dann nach hinten. So. Als nächstes nehme ich meinen Sleek Highlighter und zwar in der Farbe Peach Shimmer. So sieht das aus. Dann nehme ich so einen fluffigen Pinsel und gehe da einfach so drüber in alle Farben einmal rein und highlighte damit meine Wangen und meine Schläfen. Ganz wenig tupfe ich auch immer auf meine Nase und auf meine Stirn, also und auf mein Kinn, diese Linie hier, aber nicht zu viel. Dazu verwende ich einfach nur das, was als Rest übrig bleibt von meinen Wangen und tunke das nicht nochmal rein. Ja, als nächstes kommen die Augen. Zuerst kämme ich meine Augenbrauen ein bisschen durch mit so einem... Ja, weiß ich nicht, wie man das nennt, mit so einer Spiralbürste. Dann nehme ich so einen abgeschrägten Pinsel und mein Eyebrow Kit von Manhattan. Ich nehme immer die helle Farbe, da ich blond bin, passt die zu mir am besten. Ein bisschen eintunken und male mir dann die Augenbrauen aus. Ich versuche immer, so wenig davon wie möglich aufzutragen, aber so viel wie nötig. Das heißt, ich möchte nicht, dass man es sieht, dass meine Augenbrauen ausgemalt sind, aber es muss auch überall bedeckt sein. Also das heißt, wenn ich so Stellen wie hier habe, dass da eher die Haare unregelmäßig sind oder zu hell, dann versuche ich das schon auszugleichen. Als nächstes nehme ich einfach einen weißen Kajalstift und trage mir den auf das Augenlid. Und verblende es mit dem Finger. Dann nehme ich so einen Kajalstift, der ist so, wie soll ich das sagen? Der ist so bronzefarben,
Den habe ich von Agnes B. Und der schimmert ganz schön. Kann ich euch ja mal swatchen. Ungefähr so müsste das aussehen. Und den trage ich genauso auf. Einfach da drüber. Überall am Augenlid. Und verblende ihn auch mit dem Finger. Als nächstes nehme ich so einen Lidschatten. Das ist so ein Holographic Lidschatten, der ist so, ja, so peachy mit goldenem Schimmer. Und den trage ich einfach nur mit dem Finger auf und verteile ihn auch auf dem gesamten beweglichen Lid. So. Als nächstes nehme ich meinen Lidschatten von Catrice, den My First Copperware Party Lidschatten. Der ist auch so ein bisschen holographisch. Und diesen Pinsel hier. Ich tunke da so ein bisschen was ein. Und gehe in die Ecke damit. Aber nur in den äußeren Augenwinkel. Also ich ziehe diesen Lidschatten nicht nach vorne. Nach oben hin gehe ich nur bis ein bisschen oberhalb der Lidfalte. So, und verblende das so ein bisschen. Dann tunke ich nochmal die Spitze rein und gehe so ein bisschen unten am Augenkranz entlang. So. Aber auch nicht nach vorne, sondern nur hinten. Als nächstes nehme ich einen Kajalstift, meiner ist jetzt von Manhattan, in schwarz. Ihr könnt natürlich auch braun nehmen, das würde auch super gut dazu passen, aber ich nehme jetzt mal schwarz. Trage ihn so ein bisschen hinten auf. Und verblende ihn dann mit so einem Pinsel. Dann nehme ich so einen hellen Lidschatten, den ich als Highlighter benutze. Auch mit dem Finger und gebe so ein bisschen davon unter meine Augenbraue. So. Jetzt nur noch die Wimpern kräftig tuschen.
Und so sieht mein Augen-Make-up aus. Das gleiche mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. So, meine Augen sind jetzt fertig. Wie ihr seht, haben die so einen metallenen Schimmer, aber sind eher warme Töne. Als nächstes mache ich mir die Lippen und dazu nehme ich den Lippenstift von Clinique und zwar... Ach, hier steht die Farbe gar nicht. Das ist so ein peachy-rosa Ton. Der hat aber auch so einen Perlschimmer und ich finde, der passt am besten zu dem Augen-Make-up. So sieht er aus. So. Damit wäre mein Make-up fertig und ich denke, das wird auch mein Weihnachts-Make-up sein. Also, dass ich mich zu Weihnachten auch noch so schminke vielleicht. Also, die Haare werde ich mir auf jeden Fall anders machen. Heute ging es ja nur ums Gesicht. Ja, und ich habe eine Frage an euch. Und zwar, was verschenkt ihr so an Weihnachten und an wen? Vielleicht kann ich ja da noch ein paar Anregungen finden von euch. Und mir fehlen nämlich noch ganz schön viele Geschenke. Fast alle. Oder alle? Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber heute habe ich wieder so ein Winternail-Design gemacht. Schaut mal, ich hoffe, das sieht man. Das sind so kleine Schneeflocken. Und dann habe ich so einen Glitzernagellack drunter getan, damit das so ein bisschen nach Schnee aussieht. Und kleine Punkte in Weiß drauf gemacht, damit das auch wieder so an ganz kleine Schneeflocken erinnert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!